Moin moin liebe Leute, willkommen zurück hier bei Manni und Günis Forstimperium. Hoffe ich irgendwann wieder. Und in dem Sinne tschüss. Ach, mit dem Manni natürlich. Ja, tschüss. Ich wollte schon Feier machen, Manni. Ja, ist nichts Neues. So, ey, da geht aber ein Brunswein, ne? Ja. Da geht noch Vierer drauf. Guck mal, was da hinten der Zwillingsbereifung. Die haben wir extra, hab ich extra drauf gemacht wegen der Zuleitung. Wenn sie nicht das dafür, dass wir da Vierer drauf kriechen von den Massenbäumchen? Wenn sie da kein Problem bekommen mit dem... Mit wem denn? Der Polizei, dann... Ah, mit der Polizei, die hat mich noch nicht einmal angehalten in Felsbrunnen, ja. Noch nicht einmal haben die mich angehalten. Das wird, das ist easy going, ist das, für mich. Da schalte ich einfach auf Nitro-Knöpfe, mach ich da. Da fahre ich auf dem Hinterrad hinten auf, oh, weil, verstehen Sie mich mehr, da. Oh. So, ja. Ja, jetzt da auch gleich auch querstimmen. Was? Da einer sind sie also. Nein, manchmal bin ich schon kleiner Verkehrsraudi, ja. Ich mag's ja, ja. So große Jeeps oder generell so SUVs und mit Leistung und so ist eigentlich meine Welt, gell? Geh ich fest. Wenn sie da mal was reinkriegen, dann könnt ihr ruhig. Haben sie den gesehen, ja? Vom Schmitz? Ja. Hier den Ram hier? Ja. Ist ja krass, oder? Hä? Schöne Maschine. Ja, schönes Ding. Haben sie sowas auch? So ein Ram, so ein Ram-Ding da, das war schon immer meine Welt, wenn ich aus bin. Schon immer. So, Günther, bist du am Start? Keine Zeit. Was hast du? Keine Zeit. Wie, keine Zeit? Ich muss ja alles wieder in Ordnung bringen. Was musst du in Ordnung bringen? Deine ganzen gekauften Scheiße hier. Was für eine Scheiße hier? Die Absperrung. Ja, mein Gott, wir haben es halt ordentlich gemacht, was willst du machen? Ordentlich. Ja, ordentlich. Was heißt hier eigentlich wir? Wie wir? Und außerdem, Manni, wo hat der Bürgermeister mir gesagt, du wurdest nicht beauftragt, du hast das angeboten. Wie angeboten? Das alles abzusperren. Der hat gesagt, er hat was an dem Hoden, Günther. Du musst mal richtig zuhören. Nicht angeboten, der hat gesagt, er hat was an dem... Ich habe mich schon gewundert, warum der dir solche Sachen erzählt. Aber gut, ich kann ja sein, ihr kennt euch, seid Intimfreunde oder so, das wissen wir ja nicht. Vielleicht war beim Gynäkologe getroffen oder so. Wisst ihr? Zusammen an den Hoden, hatte ich verstanden. Was hat er was anderes gesagt? Ich hatte das angeboten. Günther. Ja. Naja, ey, Günther, gell? Nur mal so, nicht, dass du frierst. Gell? Wenn das jemand anders gemacht hätte, Junge, der hätte das Ding wahrscheinlich zugenagelt vorne. Der hätte eine Trockenbauwand hingestellt, da wärst du so schnell nicht durchgekommen, ja. Mit so ein paar Absperrbändchen einfach wieder wegmachen. Ich habe ja wirklich Sachen, die leicht und einfach sind, dann auch nur genommen, Günther. In deinem Sinne. Verstehst du? Bevor es jemand anders macht, habe ich gedacht, mache ich es lieber. Scheiß die Wand an. Und, dafür hast du es mal leicht wieder weg mit wegmachen, Günther. Manni. Was denn? Ich doch einfach nicht. Was soll ich machen? Nicht lügen. Ach Günther, jetzt hör doch mal auf, mich immer hier. Jetzt hör doch mal auf, immer Leute zu beschuldigen. Günther, ja. Gefällt Ihnen der Traktor? Wunderschön, Herr Brunsberg. Ich habe noch nie so einen schönen Traktor gesehen. Ich fahre, wenn ich da einsteige, da habe ich schon. Da brauche ich keine Viagra mehr, du. Günther, würdest du bitte die Massebäumchen abladen? Ja. Vom Chef Roulette. Ich würde Ihnen den Traktor so schenken, weil ihr Dacia ist ein bisschen Duster. Dann können sie mit dem grünen Blitz ein bisschen ihre Runden drehen. Das ist aber lieb, das nehme ich herzensfreulich an, Herr Brunsberg. Was ist denn los mit Ihnen? Der bleibt mit der Spucke weg, gell? Der bleibt mit der Spucke weg. Günther. Wenn sie Wartungen haben oder so, einfach vorbeikommen und... Ja, der hat gleich mal eine ganz andere Wartung. Und zwar, ja, hast du mal gar keine Wartung mehr. Ja, ja. Ja. Komm, geh in den Gabelstapler. Ey, ohne Scheiß. Wo hast denn du... Geh in den Gabelstapler und du bitte hier die Massebäumchen zum Traktor fahren. Den einen beladen da vorne, den drauf und die Massebäumchen auf der Chevrolette in der Halle einlagern. So, und jetzt mal bitte ZZ, Kollege. Ja, jetzt habe ich nämlich auch keine Geduld mehr. Die Palette hier! Ja, ich muss doch drehen, du Hammel! Von vorne, nein! Nein!
Nicht klar von vornherein! Aber hast du etwa noch nicht im Gabelstapler? Moment, ganz kurz, eine Frage. Ja. Warst du schon? Zu dem Zeitpunkt jetzt ja. Das ist verkehrt rum, von vorne. Ach, mach was du willst. Hauptsache die Palette kommt irgendwie auf den LKW. Was denn? Dein Choleriker. Was mit dem? Sind Sie ein Choleriker? Nee, aber davor schon. Wenn ich schon was sehe. Aber ich habe eine andere Frage, Herr Brunsmann. Ja. Sie haben doch da unten so ein schönes Gelände, gell? Genau an der Hauptstraße, an der Kreuzung da unten. Ja. Wissen Sie, da ist doch ganz viel, da ist doch richtig viel los bei Ihnen. Da geht doch Hund und Kunst aus und ein. Genau. Ja. Könnte ich da vielleicht ein kleines Werbeschildchen hinstellen für die Massenbäume? Weil es ja gerade so anläuft, mein Geschäft, ja. Wissen Sie, wie ich meine? Können wir mal kurz schauen, was Sie meinen? Was sagen Sie? Können wir mal kurz schauen gehen, wo Sie genau... Ja, da oben an der Brücke, können Sie mal schauen kurz, da steht schon ein Schild. Oben an der Brücke, das können Sie sich mal anschauen, da um das geht. Also so eins würde ich gerne da unten irgendwie an der Kreuzung aufstellen vielleicht. Herr Kollege. Das da oben. Günther? Ich bin... Ja? Eine Palette, bitte am Traktor hinten laden auf der Plantage, ja? Ja. Ja, gut, danke. So. Aber arbeitest du denn überhaupt noch? Du kriegst immer irgendwie viel mehr Geld, tust aber die ganze Zeit nur rumsülzen. Sag mal, ich glaube, du hast einen falschen Hut auf, oder? Wir hatten hier gerade hier den Traktor gekriegt, oder was? Ey, du machst mal die Backen ganz eng heute, ja, Kollege. Der Dach ist umsonst. Aber nicht von dir. Nee, von mir gibt's auch nicht. Und von dir kriegst du nicht. Du hast geschoben, oder was? Der Teufel scheißt oben auf den größten Haufen. So wie wenn du Wasser in die Seile trägst. Das kann gar nicht wahr sein. Mit einem Eimer. Quatsch mal bitte nicht und arbeite auch mal mit. Wäre sehr schön. Steckt da gleich mal Quatsch mal nicht. Bunnies, Krüppelbäume da. Komm her in den Stoff, Junge. Ich hab einen hellblauen Gürtel im Taekwondo. Okay, das hab ich schon mal gar nicht erzählt, aber das kann ich euch ganz mal zeigen. Mal schnell. Geht's mal ratschi-fatschi und dann macht's mal knicki-knacki und dann liegst du mal zusammengefallen wie so ein kleines DHL-Paket auf dem Boden, mein Freund. Setzlinge sind hingefallen. Wer ist hingefallen? Setzlinge. Och. Knickte Massenbäume ab, Junge. Knickte Massenbäume ab. Ich sag dir, gibt's hier richtig an. Da ist ja richtig Fasching. Ist hier. Kollege. So. Warte mal, was kennen die alles? So. Ja, gut. So, ich überlege gerade, wie ich das hier mache. Manni? Was? Hat der Gabelstapler Straßenzulassung? Das ist doch nicht. Ey, hat er nicht. Du musst mir mal die Sämaschine hinfahren, sonst kann ich die nicht beladen. Ich darf damit leider nicht den Hofplatz verlassen. Weil ist mir nicht verkehrssicher, das Ding. Keine Blinker habe ich nichts dran, Manni. Ha. Du willst schon, dass wir auf dem eigenen Grundstück fahren, gell? Aber ich muss da dafür die Straße, den Hof verlassen. Ja. Was musst du? Den Hof verlassen. Um was zu machen? Um auf den sicheren Weg dorthin zu kommen, Manni. Auf welchem Weg? Wohin? Bei den Krüppelbäumen. Günther. Überlege dir genau, was du sagst. Ich will es nur sagen, gell? Überlegst du einfach. Ah. Nee, ich sag's nur. Herr Brunsmann, dankeschön. Bitte lieb zu mir, was ist hier los? Dann rufe ich nämlich mal ganz schnell den Bürgermeister an und erzähl mal was von deiner Cousin und deiner Cousine ersten Grades, gell? Zu deiner kleinen Story hier. Ja? Mister. Du könntest dich eigentlich, weißt du, wie du dich auch nennst? Was auch ein guter Name für dich wäre? Ja, ich bin ja der M&M, Mannis Massenbäume, gell? Aber zu dir würde M&M auch gut passen, weißt du warum? Warum? Mr. Münchhausen könntest du dich nennen, nämlich. Ja? So. Schön, Bäumchen hier, die ganze Landschaft von Arsch stand. Naja, gut. Kann man da hinten auch noch welche draufsetzen? Wo? Nein. Denke nicht. Eine Palette. Okay. Meine Fresse, musst du gerade den Forstmaschinen noch eine Einweisung geben? Oh, nee. Da wird der Himmel Angst, ey. Da wird er wirklich Himmel Angst.
Leute. Also, Herr Brundmann. Ja. Der Harvester ist ein bisschen wie ein kleiner Pornofilm hier. Das ist ja der Hammer, ey. Das dachte ich mir noch. Das ist schon sehr krass. Das Teil, ey. Ein Gerät, ey. So, Günther, hier können wir reichlich verladen, gell? Da weißt du hoffentlich Bescheid. Also hier heißt es Baumstämme laden ohne Ende. So. Günther, während ich hier die Schneise mache, gell? Wäre es eigentlich ganz schön, wenn du dann da unten mal fertig wirst und langsam mal mit den Dings hochkommst, ja. Mit dem Ladewagen. Günther? Ja. Ja. Ja, aber arbeiten. Sollst du vielleicht auch mal tun. Ja, ist klar. So. Manni? Günther? Eine ernst gemeinte Frage. Die Setzlinge, die stehen jetzt ja hier in der Garage und so, ne? Ja. Die haben aber kein Wasser, die sterben doch dann. Sollen wir da nicht mal irgendwie was anderes? Nee, die haben kein Wasser. Siehst du die Röhrchen nicht, die da reingesteckt sind? Ja, aber auf Dauer ist das doch auch nichts. Das ist doch nicht auf Dauer, die werden doch angepflanzt, Günther. Ja, aber sollten wir nicht vielleicht Massen kaufen, dann wären die günstiger, dass wir da vielleicht eine separate Lagerhalle für die Sachen haben. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ja, dann nicht. Das sind aber alles Extrakosten. Da muss ich gucken, ob es was Lagerhallentechnisch im Angebot ist. So. Was soll ich dir hochbringen jetzt? Manni? Kleinen Moment! Bei der Arbeit. Ich bin gerade in der Konzentrationsphase. Gut, Günther, dann kannst du die jetzt gleich umlagern, die Masse Paletten. Hä? Ja, was denn? Geh was mal raus. Ich umlagern? Ja. So, bitte. Neben der Halle. Kannst du loslegen. Echt jetzt? Was echt jetzt? Also ich die reinlagern? Ja, Palettenlager, ne? Ja. Oh, Herr Brunsmann. Also ich muss sagen, Maschinchen. Brutal. Brutal, sag ich nur. Hätte noch ein bisschen eine stärkere Version. Ne, was? Eine stärkere Version. Noch stärker? Mit mehr PS und um Gottes Willen. Bessere Geländegängigkeit, wenn sie die auch noch testen möchten. Was heißt bessere Geländegängigkeit? Ja, ich muss ja nicht gleich alles erzählen. Sie können sich ja auch überraschen lassen, oder? Wenn sie es da haben, wir testen gerne. Aber das Ding hier ist ja schon, das ist ja schon, das hält ja schon keiner auf, ja. Das ist ja schon ein Monster, würde ich sagen. So. Das ist der Wahnsinn. Energy. Was? Hä? Was hast du gesagt? Nix. Was hast du gerade gesagt? Gar nichts habe ich gesagt. Du hast was gesagt? Ja, hab ich nicht. Doch, du hast irgendwas mit Energie gesagt. Was hast du gesagt? Weiß ich nicht. Oh Manni, wie soll ich denn mit diesem kleinen Gabelstapler bis ganz nach da oben kommen, sag mal? Geht es nicht? Gucken, da sieht nicht so aus, so. Ja, denn du bist doch nicht ganz hoch. Wäre ja nur eine Idee von mir. Die Idee war mal besser, du. Wir haben aber auch einen Teleskoplader, gell, nur zur Info. Entscheidend für, darf ich nicht fahren. So. Günther? Ja? Ich muss mal niesen. Gesundheit. Was? Gesundheit. Herr Brunsmann, wann kommt das Ding? Sie haben noch Lieferschwierigkeiten, aber ich schaue mal, ob es schneller geht. Okay. So.
So. Sauerei, ey. Oh, oh. Holla, die Weiche. Oh, der ist schon ein bisschen verkeilt hier. So, Günther? Ja. Wir müssen dann hier die Bäumchen auch langsam mal ein bisschen, die müssen dann auch mal verladen werden, gell? Ja. So, ich glaube, ich stelle die Sägearbeit erstmal ein hier ganz kurz. Weil das ist ja brutal, ist das ja hier. Was der hier weggemacht hat, na kurz, Alter, leck mich am Arsch, ey. Eine Schneise und einen Knopf. Na gut, sind schon noch ein paar Bäumchen, gell? Was hat er gesagt? 36 Bäume. Das ist schon noch auf meinen Zettelchen schreiben, Mara. 36 Bäumchen. Herr Brutzmann? Ja. Könnte man gucken, was der Ram, ob sie auch so ein Ding für mich besorgen können? Hier, ich stehe auf solche Jeeps hier, auf so große. Für 30.000 kann ich da etwas machen. 30.000 und Leasing, weil ich sag mal so, alles was so ein bisschen SUV ist, mit Ladefläche hinten hoch und alles kannst du in der Firma mit reinnehmen und absetzen. Wissen Sie, was ich meine? Ja. Wir sind ja 2 Angestellte, kann man auch 2 Fahrzeuge reinnehmen. Also auch wenn nur einer fahren darf. Ist natürlich klar, gell? Ich mach da etwas bereit und bringe es Ihnen gleich hoch. Ist ja, kannst du mir die Farbe selber raussuchen? Ja, sagen Sie, was Sie möchten. Was gibt's denn? Alles. Alles? Alles. Na, okay, Rosa. Rosa geht auch. Nee, okay, Rosa. Nee, okay, Rosa. So, warten Sie ganz kurz. Ich muss hier noch 2-3 Wasserbäumchen einpflanzen und dann guckst du einmal wegen der Farbe. Schwarz, gelb, orange. Orange Metall sieht jetzt sehr schön aus. Orange Metallic? Ja, das kaufe ich. Manni? Nee, nee. Warten Sie. Ja, genau. Ich würde dann jetzt Feierabend machen, ne? Sind die Paletten drin? Ja. Alle? Dann nicht. Morgen ist auch noch ein Tag. Nee, komm noch, die Paletten müssen ins Regal. Solange wie du keine Überstunden bezahlst, machen wir hier gar nichts mehr. Es gibt keine 2 Paletten, genau. Die hast du schnell unten gemacht. Ich mach gerne für dich. Was für mich? Gehört noch zur Arbeitszeit. Ja. Unglaublich. Ich darf da noch eben sichern. Unglaublich. Und ziehen. So. Ja. So, Königsblau ist auch sehr schön. Was für ein Blau? Bunny! Königsblau. Bunny! Mir gefällt das Nitro Blue, gehört mir auch gut. Was denn? Also ich hätte eh nicht gerne ein braunes Leder. Da stehe ich ein bisschen drauf. Ja. Ein braunes Leder, gell? Also. Und? Kommen wir jetzt gleich hoch mit dem. Und dann hätte ich eigentlich gerne, also das Blaue gefällt mir gut. Aber das ist das Rebell, ne, Nitroblau, Nitroblue. Naja, gucken Sie mal. Kommen wir gleich hoch. Ja, Günther, was ist denn? Ja. Morgen später, tschüss. Arschloch. Und ich hab übermorgen Salatstermin. Dank bin ich auch noch. Würde gar nicht auffallen. So, na gut. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Adios, amigos. Tschüss.